Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Unknown. So, Frank muss jetzt erstmal auf jeden Fall in Deckung gebracht werden. Hier vorne hin und geht direkt auf den Feldposten. Grants steht hier oben meiner Meinung nach noch ganz gut. Geht auch auf Feldposten. Kelly. Was machen wir mit Kelly jetzt? Die müsste wieder spurten. Hier oben hin am besten erstmal. Guck mal, da ist so eine schöne Position, um sich zu verstecken. Unser Stormtrooper geht meinetwegen jetzt erstmal hier in Deckung. So, geht dann auch auf Feldposten. Und Kati konnte eben ja den Alien sogar noch sehen, aber... Oh, hier geht's raus. Dann sollten wir aufpassen. Dann geht Kati doch lieber hier hin und geht dann auf Feldposten, weil ich so ein bisschen Panik habe, dass hier von draußen noch Leute reinkommen. Und dann hätten die Grants natürlich auch auf dem Präsentierteller, ne? Das wäre scheiße. Also draußen scheinen wirklich noch Leute zu sein. Ich meine, wir könnten ja mal eben schauen. Obwohl, Moment. Wir machen jetzt erstmal hier drin so ein paar defensive Sachen. Er rennt jetzt hier vorne hin. Und, er sollte eigentlich Frank heilen, aber das klappt schon wieder nicht. Das heißt, Frank geht hier hin. Und Frank geht natürlich erstmal wieder auf den Feldposten. Halt, ich will erstmal noch Luca fertig machen, der jetzt erstmal die Wunden von Frank heilt. Zumindest um 6 Trefferpunkte nochmal wird Frank hier gestärkt. Grants, du stehst da eigentlich auch schlecht, falls Gegner von draußen kommen. Ich weiß nicht, er könnte ja mal schauen. Er geht jetzt einfach mal hier raus. Und sieht einen Gegner. Moment mal, er kann sogar auf den schießen. Aber würde nur 6 Schaden machen wahrscheinlich. Das ist natürlich schlecht. Ist ein normaler Muton. Ist halt die Frage, ob der jetzt eine Granate schmeißt sonst. Kann noch wer anderes... Moment. Wie sieht's aus, wenn Kati hier hingeht? Kann sie den von dort aus treffen? Ja, nee, natürlich nicht. Oh, war ja klar wieder, ne? Oh, scheiße. Dann wartet Kati jetzt hier erstmal mit Feldposten. Grants geht jetzt meinetwegen hier hinter dieses Teil. Weg vom Medic, das ist eigentlich sehr schlecht. So, Kelly. Kelly deckt mal lieber hier drin mit ab. So, und was machen wir jetzt mit ihm? Er geht, denke ich mal, ein Stücken wieder rein. Kann er nicht da direkt in die Ecke? Ach, das ist die Ecke im Prinzip schon. Okay, so. Hoffen wir mal, dass der Muton jetzt keine Granate hier hochschmeißt. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Okay. Kati hat hier einen Reflexschuss. Und trifft... Oh nein, Mist. Er hat noch eine Lebensenergie, das gibt's doch gar nicht. Aber Grants hat auch noch einen Schuss. Komm schon, Grants, bitte triff. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir einen Gegner noch gekillt gekriegt? Aber von dort kamen wieder Geräusche. Oder war das jetzt dieser Muton? Schwer zu sagen. Er könnte jetzt ja mal hier unten hinrennen. Hier ist sogar auch noch schwere Deckung. Okay. Mach einfach mal... Oh, shit. Oh, shit. Okay, gegen den Muton muss ich jetzt aber eigentlich vorgehen. 100%ige Trefferchance immerhin. So, 6 Schaden haben wir gemacht. Wie sieht's aus? Kati. Ah, Kati kann auch so weit rennen. Das ist doch schon mal sehr schön. Das heißt, Kati rennt jetzt auch hier unten hin. Kann dann noch schießen. Zur Not halt mit der Pistole, falls die Trefferchance jetzt nicht so hoch ist. 61%. Okay, wie viel mit der Pistole? 100%. Das reicht uns. So, noch einen Muton gekillt. Kevin, du rennst jetzt. Ah, der kommt aber nicht so weit. Moment, ich will die Kamera erstmal wieder in Ausgangsposition bringen. Wie sieht's hier mit Deckungen aus? Ja, schlecht sieht das aus. Oh, das zackt mich jetzt an. Oh Mann, das ist doch ärgerlich. Okay, Grants, du gehst, wo geht Grants denn jetzt hin? Dann geht Grants halt hier auf diese Seite und deckt erstmal in die Richtung ab. So. Kevin Klein.
Ja. Das ist scheiße. Er muss jetzt hier hin. Hat leider dann gar keine Deckung, Leute. Aber geht hier trotzdem erstmal in Feldposten. Ebenso wie Kelly. Und ebenso wie Frank. Der hat auch noch die Alien-Granate notfalls. So, Aliens sind dran. Lass mich mal eben überlegen. Wir haben draußen drei Schweber gekillt. Einen Muton-Berserker macht 4 plus die 5 Mutons macht 9. Noch 6 Gegner, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das wäre echt krank. So, jetzt würde ich gerne... Grants geht in die schwere Deckung. Moment, kommst du? Kommst du bis hier vorne? Ja, kommt er. Dann rennt er, sorry, dann rennt er erstmal dorthin. Und Grants dann hinterher. Grants dann erstmal schön auf Feldposten. Und er erstmal Grants heilen um 6 Trefferpunkte. Steh wieder auf, Cowboy. So, das ist schon mal gut. Beziehungsweise es ist schon mal besser als gar nichts, sagen wir es mal so. Okay, Kelly, du spurtest jetzt hier hin. Ah, das war doof. Jetzt können Frank und Kati wahrscheinlich gar nicht mehr dahin. Ah, ne, hier der andere Stormtrooper. Dann geht er hier hin. Meint ihr, da ist noch was da unten? Aber ich will jetzt nichts riskieren. Wir haben echt schon so viel Schaden gekriegt teilweise durch die Aliens. Dann spurtet er meinetwegen hier rein. Dann ist er immerhin schon mal wieder im Raumschiff. Immerhin schon wieder bei dem Team. Und Kati, die könnte auch ziemlich weit kommen. Ah, hier ist ja wieder mal keine Verteidigung. Das heißt, Kati rennt dann halt auch hier hinten hin. Was soll's? Ey. So, hier. Sie macht sich aus der leichten, beziehungsweise aus der halben Deckung ja eh eine volle Deckung. Und Frank, du gehst wieder hier vorne hin. Und gehst dann auf Feldposten. So. Alien-Aktivitäten. Alles ruhig. Okay. Dann... Oh, shit, hier geht's ja auch schon wieder. Ja, wir müssen im Prinzip jetzt erstmal schauen, was da unten ist. Also geht Kevin vor. Er sieht niemanden. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Kelly. Das heißt, Kelly geht einfach mal hier hin. Geht dann auch auf Feldposten. Die Gegner werden also wahrscheinlich eher... von hier links noch kommen. Da hatten wir irgendwo auch schon mal Geräusche gehört, oder? War doch so. So, Kati, Feldposten beziehen. Ah ne, das war ja der Stormtrooper. Kati ist jetzt erst dran. Ja, dann geht Kati jetzt hier hin. Und Feldposten. Frank könnte jetzt vorpreschen, aber der hat dann gar keinerlei Leute, die hier noch mit ihm am Start wären. Macht er trotzdem. Wow. Nichts los hier. Feldposten dann halt. Und Grants geht dann meinetwegen hier vorne hin. Ja, da vorne hin. Auch er sieht keinen Gegner. Aber die Gegner sind jetzt dran. Ah, okay, da oben scheinen noch Gegner zu sein. Leute, und es sind noch immer diese Alien-Anführer hier. Und mit denen ist er nun wirklich nicht zu spaßen. Das wisst ihr. Die hatten wir schon ein paar Mal als Gegner und die sind ziemlich mies. So, Frank, du könntest doch jetzt mal bestimmt einen Blick hier reinwerfen, oder? Einmal bitte die Tür öffnen. Aber er sieht doch... Er sieht drei Alien-Anführer. Drei! Oh mein Gott! Das ist jetzt schon... Jetzt wissen wir es ganz genau. Das Forschungsziel der Aliens ist eine große Gefahr für die gesamte Menschheit. Warum? Was machen die da? Wollen die aus Menschen Aliens machen, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss jetzt echt aufpassen. Was machen wir mit Frank? Was machen wir nur mit Frank? Oh Mann. Ich will Frank nicht verlieren. Deswegen machen wir erstmal Sturm und Schuss. Und dann geht Frank hier hinten hin. Da kann er immer noch zwei Gegner sehen. Das heißt, es können auch zwei Gegner ihn sehen. 14% und 14% ist ja mal gar nichts. 29%. Oh Gott. Ja, Frank muss die Plasmapistole nehmen. 34 und 34. Ja, muss er probieren. 4 Schaden. Und dann daneben. Schade, schade, schade. Und wir haben wieder irgendwas kaputt gemacht. So, wir öffnen hier die Tür. Sieht Grants den Gegner nicht, oder wie? Doch, sieht er. Okay. Dann schieß mal bitte.
15%ige Sicherheit, das ist ja echt wenig. Aber wir riskieren's. Daneben. Und ich habe mal wieder irgendwas zerstört. Egal, Leute. Das ist mir jetzt scheißegal, ob ich hier alles kaputt mache. So, unser Stormtrooper geht hier vorne hin. Und er muss auch schießen. Er könnte Gegner aus der Deckung treiben. Stimmt, das kann der ja. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Wie viel prozentige Chance hast du jetzt? 59. Ja, 6 Schaden. Immerhin etwas. Ja, 4 Schaden hat er gemacht, hat getroffen. So, Kati ist noch dran. Wenn Kati hierhin geht, kann sie wahrscheinlich treffen, oder? Ja, kann sie. Mit 75%iger Wahrscheinlichkeit sogar noch. Ah, mit der Pistole. Shit, habe ich nicht drauf geachtet. Egal. So, Luca Klein, was machen wir jetzt mit dir? Du müsstest auf jeden Fall erstmal ein Stück nach vorne und dann bitte deine Granate einsetzen. Und zwar bitte am besten so, dass Frank die auch noch mit abkriegt. Okay, hier hatte ich eben eine gute Position. So hier. Das sieht doch gut aus, oder? Hoffen wir mal, dass Frank dadurch geschützt wird. Frank hat auch noch eine Alien-Granate übrigens. So, und Kelly sieht gar keinen. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ich würde Kelly gerne so positionieren, dass sie ihre Shredder-Rakete einsetzen kann. Okay, Kelly geht dann mal hier vorne hin. Ah, jetzt hat sie eben kurzzeitig wen gesehen. Okay, du gehst erstmal auf Feldposten. Und jetzt sind die Gegner dran, Leute. Hoffen wir mal, dass Frank jetzt nicht sofort übernommen wird. Das wäre sehr schade. Sie schießen auf Frank. 2 Schaden. Oh, Frank, du musst das bitte aushalten. Bitte. Er schießt auch auf Frank. Frank ist noch zu jung, um zu sterben, Mann. Und er wird auch auf Frank schießen, oder? Ja. 4 Schaden. Oh mein Gott, Frank hat nur noch 2 Lebensenergie. Frank muss da raus. Das hat jetzt echt Priorität. Kati nimmt erstmal ihr Snipergewehr. So. Und 65%ige Trefferchance. Kati, du musst jetzt treffen. Komm schon. Ja, sauber. Kati hat getroffen. Jetzt ist Frank am Start. Frank rennt erstmal weg. Und zwar so weit ihn seine Füße tragen können, bis hier hinten hin. So. Und jetzt sind Grants und der andere Typ noch dran. Grants müsste eigentlich nachladen. Damit er gleich noch schießen kann, weil wenn er jetzt Feldposten macht, hat er keine Muni mehr. Also lädt er nach. Wie sieht's mit dir aus? Du könntest eigentlich auch vertragen, nachzuladen. Er hat nur die normale Pistole, stimmt ja. Da war ja was. Feldposten. Oder nicht? Das ist hier die Frage. Lieber nachladen, oder? 2 Schuss kriegt er vielleicht noch hin. Okay, komm. Feldposten. Luca. Oh Mann, Luca hat irgendwie gar keinen Platz mehr. Den können die irgendwie hier überhaupt nicht gebrauchen. Aber wenn er jetzt hier vorne... Könnte er hier ein bisschen Deckung... Nee, hier kriegt er gar keine Deckung. Scheiß die Wand an, ey. Ja, Luca... Geht jetzt meinetwegen hier hin. Ja, komm, geh dorthin. So geht er halt meinetwegen auf Feldposten. Und sie soll sowieso auch auf Feldposten gehen. Weil ich sie... Ich weiß nicht, wo ich sie sonst positionieren sollte. Feldposten, so. Die Gegner müssen jetzt kommen, falls sie was machen wollen. Die schießen jetzt wahrscheinlich auf Kati. Nee, hä? Auf wen schießt er denn jetzt? Er übernimmt wen? Fehlgeschlagen. Die Gedankenkontrolle auf Grants hat fehlgeschlagen. Geil, das kann auch fehlschlagen. Das wusste ich ja noch nicht mal. So, Kati, sie sieht ihn. 45%ige Trefferchance. Machen wir die kritische Chance mal ein bisschen höher. Und dann hoffen wir mal, dass Kati den jetzt wegrotzt. Ja, geiles Ding, Kati, ey. Hammer. Einfach nur Hammer. Frank geht jetzt meinetwegen hier hinten einfach nur mal in Deckung. So. Und jetzt ist Grants dran. Grants geht jetzt hier auf Feldposten. So.
ebenso wie die anderen. Eigentlich sollten alle jetzt auf Feldposten gehen, da wir jetzt eigentlich einen Vorteil gegenüber dem Alien haben. Du kannst jetzt schnell mal nachladen dann in der Zeit. Obwohl, es ist ja eh nur noch ein Gegner. Also ein Gegner, von dem wir wissen. Aber der Feigling zeigt sich natürlich nicht. Oh Mann. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt ein Stück nach vorne gehen. Sturm und Schuss wird aktiviert. Und du spurtest hier vorne hin. Und siehst das Alien nicht? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Grants. Oh, du kommst ja gar nicht weit. Grants geht hier hin. Geht dann auf Feldposten. So, jetzt könnte Kelly zumindest mal schon mal hier vorne mit hingehen. Und auf Feldposten gehen. Kati lädt erstmal bitte ihr Gewehr nach. Frank, du bleibst in Deckung. Tut mir leid, ich habe keine Verwendung mehr für dich in dieser Mission. Und Luca rennt einfach mit nach hier vorne. Scheinbar ist der Alien ja nicht mehr in diesem Raum. Was mich sehr wundert. Oder um die Ecke hier. Jetzt hören wir von draußen wieder Geräusche. Wenn jetzt auf einmal was von hinten kommt und Frank kassiert, das wäre ja mehr als ärgerlich. So, der eine Stormtrooper hier, 4 Schaden schon mal gemacht an dem Alien. Und je nachdem, wie weit das sich noch fortbewegt, dürfte... Die versuchen schon wieder, Grants zu kontrollieren. Und diesmal hat's geklappt. Aber Grants ist nicht mehr dran, oder? Nee. Grants ist nicht mehr dran. Das heißt, hier, du schießt den Alien jetzt mal bitte über den Haufen. Ja, 100%ige Treffsicherheit. So. Zum Glück sterben die Leute dann ja auch nicht, wenn sie von dem Alien kontrolliert wurden. Aber Grants hat keinen Zug mehr. Okay, dann geht er halt auf Feldposten. Grants ist auch ziemlich in Panik. Jetzt sieht man an seinem Herzschlag da. Und jetzt sollen echt Gegner noch von draußen kommen. Kati, du stellst dich mal vorsichtshalber hier hin. Hey, wenn die sich jetzt noch Frank schnappen wollen, ne? Das wäre mehr als mies. Deswegen geht Frank jetzt einfach mal hier hin. Halt dich einfach bedeckt, Frank. Kopf unten halten. Du gehst hier rüber. Und deckst dann auch ab. Und Kelly könnte ja mal einen Blick riskieren. Es ist aber niemand dort. Okay, mal schauen, ob wir jetzt wieder was sehen. Das kann doch gar nicht angehen. Jetzt hören wir auf einmal wieder von drinnen etwas. Ah, Mann. Jetzt hören wir wieder von drinnen etwas. So, du lädst einfach mal schnell deine Waffe nach. Was man hat, hat man. Ja, Grants, du Pussy, ey. Spurte mal hier rüber. Kein Gegner am Start. Kati, beziehungsweise Kelly erstmal, rückt jetzt auch mit nach hier vorne. Ich muss jetzt aber einen zumindest noch auf Feldposten schicken, sonst habe ich ein Problem. So, Kati geht dorthin. Kann dann hier auf Feldposten gehen, meinetwegen. Frank geht in Deckung. Und Lukas Klein geht auf Feldposten. So. Mal schauen, ob die Gegner jetzt hier sich trauen. Die sind dahinter, Leute. Die sind definitiv dahinter. So, Kati bleibt dort erstmal stehen. Jetzt kommt er dran. Er geht mal hier hin. Und einmal bitte die Tür öffnen. Niemand. Er sieht wirklich niemanden. Das ist doch nicht normal, Feldposten. Grants, der Angsthase, geht hier hin. Feldposten. Kati, du bist noch nicht dran. Gedulde dich. Okay, dann geht er jetzt hier rein. Sieht aber auch keine Aliens. So, und Kelly, boom, boom, geht... Oh, sie müsste spurten, das ist schlecht. Dann geht sie hier hin. So, Feldposten. Jetzt ist Kati dran. Genau, siehst du, du musst dich ein bisschen gedulden, Madame. Wir wissen doch, dass du da bist. Du kommst schon zur rechten Zeit auf deine Kosten. Frank, geh einfach in Deckung. Chill einfach ein bisschen. Also, die Gegner sind definitiv irgendwo hier draußen. Nee, glaube ich auch nicht. Und das Problem ist, hier ist so gut wie gar keine Deckung mal wieder. Er rennt mal eben hier rüber. Oh, what the fuck? Scheiß die Wand an, ey. Das gibt's doch nicht.
Moment mal, Grants. Du kannst irgendwen treffen, der jetzt gar keine Deckung hat, ne? 97%ige Trefferchance, das dürfte ja wohl genügen. So, 5 Schaden hat's gemacht. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? So. Kati, sie sitzt jetzt auch so ein bisschen auf dem Präsentierteller, deswegen muss sie eigentlich hier rüber rennen. So. Und was hat sie jetzt für eine Chance? 70% oder 23? Wie viel Schaden? Nee, scheiß drauf, ey. Oder wie viel Schaden macht denn das? Bis zu 4. Da, bis zu 4. Nee, das reicht mir nicht. Ich glaube, das ist so besser. So, wir hoffen einfach mal, dass 70% ausreichen. Daneben, das gibt's doch wirklich nicht, Kati. Das gibt's doch wirklich nicht. Nee, Frank, tut mir leid, Frank, aber du machst jetzt nichts. Obwohl, Frank könnte Sturm und Schuss machen noch. Und eine Granate notfalls auch noch werfen. Aber ich habe Angst, dass Frank drauf geht, deswegen geht Frank in Deckung. Luca Klein. Wie weit kommt Kelly denn? Okay, Kelly kommt eh nicht so weit, das heißt, Kelly müsste dorthin wenden. Luca, du gehst mal hier hin. So, jetzt hat er auch wieder die Chance des Alien zu 100%ige Trefferchance. Okay, dann hätte ich vielleicht doch mit Kati auf den anderen schießen sollen. So, ein Gegner weniger. Und Kelly ist noch dran. Okay, wenn Kelly jetzt hier hingeht, dürfte sie eigentlich auch treffen, oder? Wie viel Chance hast du denn? 63. Probier's halt aus. Boah, hat getroffen und nur noch eine Lebensenergie hat der Typ. Das heißt, ich müsste mit ihm jetzt eigentlich Sturm und Schuss machen. Aber ich habe ein Problem, dass da unten noch ein Gegner ist. Und das könnte ziemlich böse werden dann. Oh Mann, lasst mich mal überlegen. Also hier unten ist ein Gegner, das wissen wir. Und wenn ich den jetzt hier positioniere, hat er gleich keine Deckung gegen den. Aber der dürfte eigentlich ja auch einen Schuss aushalten, ne? Sturm und Schuss, Leute. Hier hin. Und dann knallt das Viech über den Haufen. Sehr schön. Aber trotzdem ist da immer noch ein Gegner hier unten. Und der wird jetzt freie Fahrt auf Sergei haben. Macht er aber nicht. Er macht es nicht. Okay, was auch immer der jetzt im Schilde führt. Sergei, du gehst einfach mal hier runter. Er sieht den Gegner. War ja schon fast abzusehen. Und 92%ige Trefferchance. Bis zu 6 Schaden. Oder aber wir jagen den aus seiner Deckung heraus. Das machen wir jetzt einfach mal. Boah, hat sogar noch 6 kritischen Schaden gemacht. Und der ist in eine richtig schlechte Deckung rein. So, Grants kann ja nicht mehr befördert werden, deswegen... Oh nein, Kati kann nicht so weit kommen, oder was? Ach du heilige Scheiße, nicht ernsthaft. Nein, ey, jetzt müssen die... Die können hier nicht mehr durch, Leute, weil es jetzt hier brennt. Hat Kati nicht noch Granaten? Nein, oh scheiße, Mann. Kelly hätte noch Granaten. Ich kann die Granaten, aber wenn Kelly hier hingeht, ich probiere das jetzt einfach. Kelly muss jetzt versuchen, die Granate irgendwie so dahin zu werfen, dass sie den Typen trifft. Da war's eben. Ja. Das passt. Und Sergei wird damit auch nichts passieren. Sehr schön, das war's. Genau das war's, Leute. Wir haben's geschafft. Operation Zerborstener Gong. Erfolgreich abgeschlossen. Ausgezeichnet. Wir haben niemanden verloren. Wir haben 15 Aliens getötet. Frank hat's überlebt mit 2 Trefferpunkten. Boah, knapper geht's nicht. Knapper geht's nun echt schon fast nicht mehr. Okay, einer. Aber ganz ehrlich, nee, das würde ich auch nicht riskieren wollen. So, das UFO wird uns natürlich wieder entkommen, da wir unseren Abfangjäger noch immer nicht haben. Und wir haben jetzt aber einen Muton und einen Muton-Berserker gefangen. Und Sergei Smash, das ist, glaube ich, jetzt sein neuer Spitzname, oder? Er kann auf jeden Fall jetzt auch wieder was Neues kriegen. Feuert einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder nähert.
Feldposten wird nicht benötigt. Das ist cool. Oder füg kritischen Treffern noch einen Bonusschaden hinzu für jeden Gegner, den der Trupp sehen kann. Das ist auch nicht schlecht. Das ist echt auch nicht schlecht. Lasst sie kommen. Das ist aber eigentlich auch cool. Obwohl, der geht jetzt ja gar nicht mehr so nah ran, weil er jetzt ja gar nicht mehr den Pulsbogen hat. Also für so Missionen wie gerade ist es echt cool, weil das da echt ziemlich klein alles ist. Aber ich glaube, ich gehe... ich gehe hier drauf. Komm, scheiß drauf. Was hat Frank? Wollte ich nochmal kurz schauen. Oh, 7 Tage ist Frank verwundet. Grant 6 Tage. Und Luca Klein 3 Tage. Ich hoffe, dass jetzt keine neue Mission an Start kommt. Weil sonst habe ich ein Problem. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Ja, ich weiß. Und jetzt können wir den Berserker verhören. Den haben wir schon vor 2 Folgen gefangen genommen. Und wir können natürlich auch noch auf dem Schwarzmarkt ein bisschen was verkaufen. Aber Leute, das werde ich erst beim nächsten Mal machen, denn diese Folge ist auch schon wieder sehr lang geworden. Wow, okay, da haben wir die Mission aber immerhin noch abgeschlossen gekriegt. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und ich hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Let's Play XCOM Enemy Unknown. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.